Vor über 90 Jahren wurde Ferrari gegründet. Ein Name, ein Mythos. Und in den 70er, 80er Jahren sind auch Leute wie Niki Lauda in der Formel 1 für Ferrari gefahren. Aber wie waren eigentlich die Straßenfahrzeuge in dieser Zeit? Waren die gut? Waren die schnell? Was war mit denen? Die meisten stellen heutzutage eigentlich nur in Garagen rum. Aber wir haben einen rausgeholt und den seht ihr heute hier bei Felix fährt Ferrari 512 BBI. Klappscheinwerfer, wie mein Kameramann Niklas gesagt hat, ist ja wie beim Mazda MX-5. Aber das hat man aus Aerodynamikgründen damals gemacht. Die kannst du einklappen und dann hast du hier natürlich ein bisschen besser Aerodynamik. Interessant auch diese riesigen orangenen Blenden da für den Blinker ist es ja wahrscheinlich. Ich habe ihn jetzt noch nicht angemacht. Ich kenne auch den Sound noch nicht, aber das wird gleich, glaube ich, richtig geil. Und auch interessant, dass das hier jetzt nochmal nach unten abfällt. Da haben wir hier das Ferrari-Pferd am Start. Da sind zwei Hupen. Als ob. Das ist ja geil. Ein weiteres interessantes Detail sind hier die Felgen, wenn ihr mal rumkommt. Ich glaube, da hat sich Ferrari gedacht, wie machen wir es so kompliziert wie irgendwie möglich mit den Felgen? Die haben keinen normalen Verschluss. Sieht ein bisschen aus wie ein Rührer vom Mixgerät. Ja? Aber so wie ich das verstanden habe, ich habe gerade danach gefragt, muss man es mit einem Gummihammer hier einfach draufschlagen, bis es sich löst und dann kannst du halt die Felge wechseln. Aber das Auto war der Vorgänger vom Testarossa, vom Ferrari Testarossa. Den kennt ihr vielleicht noch, der ist 512 TR. Aber ich glaube, die wenigsten von euch haben diesen Ferrari halt irgendwie so auf den Schirm. Aber das war halt damals so der Sportwagen mit 12 Zylinder Mittelmotor hier. 360 PS und den zeigen wir euch auch gleich. Aber kommt noch mal rum, um euch das Heck anzuschauen, denn das ist meiner Meinung nach das schönste Teil auf jeden Fall. Weißt du, warum mich das Heck erinnert? DeLorean sieht ein bisschen nach aus, die sahen alle halt damals aus. Nee, aber mich erinnert das Heck an GTA Vice City. Ich glaube, in GTA ist nicht so Testarossa unterwegs gewesen, aber sieht auch ein bisschen ähnlich aus hinten. Aber das ist so ein klassisches Ferrari-Heck auf jeden Fall. Ne? So sah das aus. Der ist jetzt nicht rot, sondern silber, auch sehr selten. Günther Netz hat genauso einen gefahren, wurde mir gesagt. Aber jetzt können wir doch auch mal reingucken. Anders als bei den ganzen modernen Supersportwagen hast du auch nicht diese Aerodynamik-Flaps, Wings, Anbauteile und so. Das ist einfach eine klassische Form hier so. Also von den Scheinwerfern mal abgesehen. Aber steigen wir mal ein in die gute Stube. Und auch das ist krass, du hast hier einen Equalizer. Kennt ihr das noch, Leute? Wenn ihr den Bass hochhaben wollt, wumm, hier nach oben drücken. Dass es dafür eine extra Einheit gibt, ist schon heftig. Und dann sitzt du hier drin, hast sowieso keinen Platz. Weiter nach hinten geht's nicht, liegst hier förmlich. Aber das Lenkrad ist nicht zentral. Ich sitze hier und muss mit meinen Händen nach rechts greifen. Das ist so weird. Die Pedale sind noch weiter in die Mitte rein. Liegt daran, dass hier neben meinem Fuß, hier, da ist direkt der Reifen hinter. Direkt dahinter steckt das Rad, aber dafür auch dieser Griff hier. Da könnt ihr nämlich direkt mal gucken. Finden wir auch schon mal. So. Ich präsentiere der Kofferraum. Und es ist wirklich ein Kofferraum. Also nicht nur das. Ihr seht noch einmal, hier ist das Rad. Deswegen müssen die Pedale so nach da versetzt sein. Aber hier drunter, Carcover, ist auch noch ein Kofferset von Ferrari. Haben die mitverkauft mit den Initialen, auch noch DR, vom Originalbesitzer. Und das passt halt perfekt hier rein in diesen Kofferraum halt. Ist nicht viel Platz, aber ein bisschen Platz ist da. Aber interessanter ist es eigentlich hinten. Der Motorraum. 12-Zylinder-Motor, 360 PS, natürlich ein Sauger. Komplette Handarbeit, nimmt den gesamten Heckbereich ein. Hier siehst du auch zum Tanken, siehst du direkt die Leitung, wie sie hier reingeht in den Tank. Würden einige, glaube ich, als Kunst beschreiben, was hier ist. Und für so ein Ding werden heutzutage Preise wie 400.000 Euro aufgerufen. Also der hier soll Note 1 bekommen haben. Von Ferrari selbst, dass er im Bestzustand ist. Und hier, Leute, hier ist der Schlüssel für das gute Ding. Das heißt, wir können jetzt einen Soundcheck machen und natürlich gleich fahren. Aber erstmal klappen alle wieder zu, vorsichtig. Kofferraum, ja, Einkäufe sind verstaut, ihr wisst. Und jetzt bin ich mal mega gespannt, wie so ein 40 Jahre alter V12 klingt. Also knapp 40 Jahre, ist aber sehr, sehr ähnlich aufgebaut zu dem Formel 1 Motor von Niki Lauda damals. 5 Liter Hubraum und... Wow, das hört sich komplett anders an als alles, was ich gewohnt bin. Normal hast du irgendwie so einen Startmoment, aber der ging so hoch einfach. Du musst auch so ein bisschen Gas geben dazu. Wow, na dann, schnallen wir uns mal an. Das ist schon unwirklich, in so einem Auto hier drin zu sitzen. Die Gangschaltung, schaut euch an, hier so eine Haarschaltung mit so einem Metallgate und ganz, ganz eng und klein. Ich komme kaum richtig an die Pedale dran, ohne mich hier zu verrenken. Leg den ersten Gang ein, hinten links. Handbremse lösen. Das Gas hat so ein bisschen so Widerstand. Das geht nicht einfach so runter. Und die Kupplung soll ganz kurz sein.
Uhr. Oh Gott, ist das keine Servolenkung? Gar nicht? Krass, ja. Heftig. Eieiei. Aber man hat echt so eine coole Kanzel. Also ich bin viel zu groß eigentlich für das Auto. Das ist, glaube ich, wieder jener gebaut, aber schon einen ganz guten Überblick dadurch. Was ist jetzt der Blinker, der hier? Oh nee, das war das Licht. Vorne ist das Licht jetzt hier. Das ist wieder da. Dann. Ah, jetzt kommt er aber. Über 3000 irgendwo. Wie soll ich denn schalten? Ganz ehrlich, wie soll ich denn schalten? Das ist ja. Hä? Wie? Vollgas, ne? Boah, ja, okay, der geht ab. Das ist so komisch, weil das Lenkrad ist nicht da, wo ich praktisch bin, sondern es ist mehr so nach da. Und es wird brutal heiß hier drin, nach einer Minute schon. Gehen wir hier in. Das sind hier die Fenster. Guck mal, elektrische Fensterheber. Das war 1981, von da ist das Auto. Nicht normal. Also das war kranker Luxus auf jeden Fall. Brauchst du hier aber auch, um so ein bisschen überleben zu können, sag ich mal überhaupt. Was wäre so deine Reaktion, wenn du das von außen sehen würdest, das Auto? Alter? Ich würde denken, ja geil, dass jemand noch so einen alten Ferrari fährt. Ich würde aber erst nicht checken, dass ein Ferrari ist, weil er nicht rot ist. Das ist so krass bei Ferrari. Das ist auch der Mythos Ferrari, würde ich halt sagen. Ein rotes, schnelles Auto. Jedes Kind weiß einfach, dass ein Ferrari rot ist und schnell. Und das ist das schnellste Auto ist. Das ist so, das wird dir von Kindesbein an, selbst wenn du dich nicht für Autos interessierst, kennst du Ferrari. Und der hier ist halt Silber. Es ist halt ein echt altes Auto. Aber auch eines, das ich immer noch, die Lenkung ist ein bisschen schwammig, aber es ist trotzdem, es ist immer noch ein Sportwagen, es fährt sich auch immer noch geil. Du kannst ihn schon so ein bisschen so enge Kurven fahren, nicht mal so durchschlängeln und so. Es ist immer noch geil. Es macht immer noch Laune. Und das selbst bei Geschwindigkeiten unter 30. Ja? Das ist das Geile bei alten Autos, finde ich. Selbst wenn du nicht schnell bist, fühlen die sich halt irgendwie geil an. Und wir haben eine Landstraße vor uns. Jetzt hört es sich auch ein bisschen mehr wie Ferrari an. Ne? Geil, ey. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Klimaanlage eigentlich, ne? Guck mal, die ist eigentlich hier mit diesen Reglern, eigentlich ist hier voll auf blau, oder? Ja. Ich weiß nicht, Fun ist aber auf volles Ding. Jetzt kommt was! Da! Ein laues Lüftchen! Ja, ich weiß. Komm, kommt her! Ganz minimal spürt man's. Das brauchen wir hier. Boah, aber dafür, der Sound entschädigt! Der Sound ist dafür so geil! Oh yes! Und vom Fahren her, wenn du jetzt hier in so eine enge Kurve reingehst, also es hat immer diese Wankbewegung, merkst du, wenn du vom Gas gehst, so, das ganze Auto macht so einen Satz nach vorne, ist nicht zu vergleichen mit modernen Autos, aber während du am Gas hängst und fährst, so, da macht der Wagen schon, da geht er gut mit und gibt auch ein nices Gefühl. Ich verstehe jetzt auch, warum es halt so heiß hier drin wird. Da ist man froh darum, wenn das irgendwie so ein bisschen lüftungsatmungsaktiver ist. Und so ein bisschen Stoff und so eine freie Bahn. Das ist Innovation aus Italien, Leute. Das ist Ferrari. Damit haben sie in den 80ern geworben. Ja, Tim, das ist er. Was sagst du? Ja, geht ganz gut, ne? Alter, richtig. Oh mein Gott, voll geil. Ja, oder? Vor allem in so einem alten Auto einfach drin. Aber erst auch in diesem hohen Geschwindigkeitsbereich. Ich sag dir, darunter ist es nicht so mega. Aber wenn du so also ab 80, 90, 100 so, dann macht er dann schon Laune. Wenn er laut wird, wenn du das Feeling hast, so. Ich finde, er hat auch voll Stil irgendwie. Ja, also, ich, Ferrari. Innen ist geil so, ja, von voll, den Farben, ne? Und so, ja. Also mega. Wenn ich aber sage, normal Ferrari für den Alltag, also für, wenn du... Für Alltag, voll ganz vergessen. Nee, neuen Ferrari kommt so protzig. Ja. Aber ich finde, so ein alter Ferrari hat irgendwie voll Stil. Ja, oder nicht? Ja, mehr Stil als ein neuer Ferrari. Also ich finde, innen Ferrari muss eigentlich so sein, ne? Mit einer irgendeiner Art von beigen Leder, aber schwarz kombinieren. Das muss immer Kombi voll sein, so. Ja. Das ist schon geil, ist auch überall hier wieder Leder ist. Klappsteinwerfer vorne, diese Kanzel so, die man hat, ne? Man guckt so von oben runter. Ist ein bisschen so wie den neuen McLaren. Man ist sehr, sehr oben, sitzt man eigentlich und guckt so runter, hat aber mega gute Aussicht. Ja. Und es gibt ein cooles Gefühl auf jeden Fall.
Aber was man mit so einem Fahrrad vielleicht machen sollte abends, da haben wir auch noch eine Idee hier. Car Suite Nummer 5. Das dürfte unsere sein. Car Suite Nummer 5. Oh wow. Einparken mit Mr. Ferrari hier. Na dann. Eine eigene Garage hier einfach für unseren Ferrari. Das ist schon ziemlich nice. Also vor allem, wenn man so ein nices Auto hat, dann will man das auch, wenn man irgendwo in Köln in einem Hotel schläft, will man das ja auch sehen können. Warte, wo geht's denn hier rein? Was für ein Hotelzimmer. Guckt euch an, du liegst hier im Bett und guckst raus auf deinen Ferrari. Ey, Premium, Leute. Besser geht's kaum. An der Stelle großes, großes Dankeschön an die Motorworld, denn die hat uns das Auto hier organisiert, dass wir das hier mal ein bisschen ausprobieren durften. Oder besser gesagt an BananenTV, weil die haben das mit der Motorworld organisiert. Und bei denen war ich auch im Podcast und die haben ein Video hier gedreht und so weiter. Sind coole Jungs, der Alex von gerade gehört auch dazu. Check mal dein Video aus, Link in der Beschreibung. Und wo wir sind, das ist die Motorworld Köln. Das ist eine riesige Motorsport- und Autoausstellung. Unzählige Formel 1 Autos stehen hier, Oldtimer, neue Autos. Eintritt ist kostenlos, lohnt sich vorbeizuschauen, Link auch in der Beschreibung. Und hier ist eben auch das Hotel. Das ist aber natürlich nicht kostenlos. Aber ziemlich nice, wenn man so ein Auto draußen stehen hat. Leute, das war's. Drückt nochmal rum, wenn es dir gefallen hat. Und klickt hier, wenn ihr sehen wollt, wie ich mal so ein THW-Amphibienfahrzeug fahre. Ein LKW von der Straße in den See rein. Das gibt's da. Oder klickt hier oben für einen Tag als Immobilienmakler. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.